Hallo und herzlich willkommen hier zur Geheimakte Sam Peters. Es geht weiter hier wieder. Ja Leute, hier an dieser Buschlandepiste haben wir uns ja schon umgeschaut. Ne? Müssen wir mal gucken, ob es hier noch irgendwas mehr gibt. Hat es hier noch gescrolltes Bild? Nee, ne? Okay, hat es nicht. Ja, hier müssen wir was losschrauben noch am Drahtseil, aber wir haben nichts eingesammelt, um das machen zu können. Nee, haben wir nicht. Wir müssen doch mal die Sachen angucken. Wozu braucht man mitten im Dschungel ein Megafon? Naja, hier vielleicht schon. Scheint gebraucht zu sein. Lauwarm, zuckersüß und ohne jede Kohlensäure. Lecker! Bäh. Ein Kleiderhaken. Ohne Kleid, aber aus Metall. Na, das schmeckt ja wie eingeschlafene Füße, ne? Es soll tatsächlich Leute geben, die so etwas nicht im Inventar, sondern auf dem Kopf tragen. Tragisch. Wie wär's, wenn du das auf dem Kopf trägst? Geht aber nicht, ne? Gut, okay. Feuerzeug haben wir auch. Ja, wir müssen mal gucken, ob wir hier noch irgendwie einen Schraubenschlüssel oder was kriegen, um das Drahtseil da zu lösen, weil mit dem Messer geht's nicht. Mit dem Kleiderhaken? Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Gut, dann gehen wir mal hier in den Dschungel, in die Richtung. Ja, hier ist auch keine das Seele. Das Camp liegt ja nordöstlich von hier. Dann wollen wir mal. Was heißt das Camp? Ach so, ah, da oben nordöstlich Lager. So, was gibt's denn hier alles? Kann ich da auch? Ja, kann ich auch. Wir sind hier an der Landebahn und jetzt laufen wir hier durch, oder? Ja, da läuft's. Ja, ohne Probleme, oder? Ja, vielleicht bricht die Brücke zusammen. Wer weiß es noch nicht. Ladedaten. Was stinkt denn hier so pervers? Hä? Na klar, Pumba. Niedlich im Zeichentrick, oh, nee. Aber in der Realität sollte man die Spitzenhauer des Warzenschweins nicht unterschätzen. Ja, ein Warzenschweindall haben wir hier, okay. Was haben wir noch? Ein Baumstamm? Um ehrlich zu sein, interessiert mich der Baumstamm nicht wirklich, solange das Schwein dort steht. Okay. Na los, sing schon Hakuna Matata für mich. So gut kennen wir uns noch nicht. Ich sollte eine gesunde Distanz wahren. Okay, wir müssen die Säule hier weglocken. Wie wär's denn mal da mit dem Megafon vielleicht? Na toll, war ja klar. Mein Ex-Freund stand drauf, das Schwein leider auch. Und ich dachte immer, ich wäre eine echte Raubkatze. Im Gegensatz zu Männern ist das Schwein aber ganz offensichtlich intelligent genug, den Unterschied zu erkennen. Das war eine ganz schlechte Imitation. Okay. Was können wir denn sonst machen? Es schmatzt dich hier an ab, das blöde Schwein. Mit dem Taschenmesser aufs Schwein losrennen. Mein Messer hat noch nicht mal ein Parierelement. Da bräuchte ich schon ein bisschen was Gröberes. Denn der Makeda habe ich leider nicht anzubieten. Zünd's doch an. Geht nicht. Ihr Gerät? Ein Interview mit Pumba ohne Genehmigung von Disney? Wovon träumst du eigentlich nachts? Das willst du besser nicht wissen, aber okay. Kappe? Nee. Im Kleiderhaken? Oder vielleicht mit der Limonade? Nö. Batterien? Nö. Ja, irgendwie kommen wir an der Sau nicht vorbei. Willst du vielleicht ein Fax haben? Im Handy? Nein, auch nicht. Alter, Knochen von Handy. Also wir kommen nicht an dem scheiß Viech vorbei. Warte mal, können wir den Baumstamm was machen? Was mich halt jetzt gerade so richtig nervt, ist das Geschmatzte hier. Dafür habe ich von Disney leider keine Genehmigung. Ja, ich komme hier nicht weiter an dem Schweinle vorbei. Um zum Camp zu kommen, muss ich die alte Wildsau irgendwie vertreiben. Ja, wir haben das schon probiert. Wir haben nichts zu vertreiben. Warte mal. Ich trenne mal einen Faden raus. Diese Kappe ist eh untragbar und ich sollte das speckige Ding danach einfach wegwerfen. Okay. Ey, jetzt haben wir Faden. Was bringt mir denn das? Hier kommen wieder meine herausragenden Fähigkeiten im Binden von Seemannsknoten zum Einsatz. Und woran soll ich den Haken jetzt festbinden? Ja, aber langsam. Das habe ich gerade gedacht, dass es geht. Wir expandieren mal einfach ein bisschen. So, ich muss hier weg. Das Geschmatze von der Wildsau, das nervt. Das nennt man auch, ja. Es gibt, das ist irgendwie so eine, ja, so eine Phobie. Das Geschmatze oder Essensgeräusche, wenn man das nicht ertragen kann.
Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Als Sumpf ist die Schwein drin, oder? Im Sumpf. Ja, Schwein. Gut, da kommen wir nicht weiter. Ja, dann müssen wir ja an der Landebahn weitermachen, oder? Können wir vielleicht mit dem Haken die Windhose runterholen? Nee, können wir nicht. Ah, ich habe eine Idee. Wir nehmen die Katze auf. Vielleicht hilft das ja, dass es ja eine bessere Invitation ist. Hallo Kitty, wie wär's mit einem Interview? Ich danke für das aufschlussreiche Gespräch. Yes. Ja, und jetzt wird's im Pumba zurück, sozusagen. So, und jetzt ganz schnell mit dem Diktiergerät. Wo ist es? Hier. Megafon. Ich halte das Megafon an den Lautsprecher des Diktiergeräts. Und jetzt noch das Wartenschwein. Weil vielleicht hat das Schwein ja auch eine Katzenallergie. Das Knatze nervt. Schade, anscheinend nicht. Mist. Okay, bringt nichts. Ich muss hier weg. Weil ich krieg da echt eine Krise, wenn ich das Geschmatze hören muss. Ach, sag mal, wie soll das jetzt funktionieren, Leute? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Da kann ich nichts machen, oder? Oder kann ich an Holzkisten irgendwas rausholen, die Sau hier weglocken oder was mit Essen? So hungrig bin ich jetzt. Bitte. Können wir hier noch irgendwas machen? Mit dem Seilverbinder? In dieser Situation kann ich mit meinem Taschenmesser leider überhaupt nichts ausrichten. Ja, okay. Können wir es irgendwie ab... nee, abbrennen geht auch nicht. Also, gut, die Rätselhilfe hilft mir dir, die Aufgabe. Der einzige Pfad zum See wird von einem Warzenschwein versperrt. Die wehrhaften Tiere fürchten sich höchstens vor großen Raubkatzen, nicht aber vor kleinen Journalistinnen. Es ist also Köpfchen gefragt, wenn Sam das Schwein vertreiben und den Weg zum Camp gefahrlos fortsetzen will. Tja, wir haben ja schon, aber es geht halt nicht anders da. Der einzige Pfad zum... Es ist also Köpfchen... Klar, das ist immer das Gleiche. Ja, das hilft mir nicht groß weiter. Er hat jetzt was ins Tagebuch geschrieben. Da weiter gucken, nee, da steht nichts weiter drin. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Wir haben nichts mehr, was wir jetzt hier. Bitte, Pfeiler. Kann man den Pfeiler irgendwas mit dem Pfeiler machen? Aber ich glaube nicht, ne? Da haben wir ja das Ding abgeschraubt. Nur ein einziges. Ja, ist recht. Was soll denn jetzt das? Jetzt bin ich gerade auf dem Desktop gerade gewesen, okay. So. Das hilft nicht. Wenn ich das Megafon vor das Diktiergerät... Fett! Ja schon, aber das hat bei der Sau nichts geholfen. Ich pack mal die gebrauchten Batterien ins Diktiergerät. Und was bringt das? Funkelnagelneue Batterien. Hört sich dann vielleicht anders da an, wenn das jetzt... wo ist jetzt... Hör mal, wer da spricht. Klingt echt gruselig. Das könnte vielleicht helfen. Das hört sich jetzt wie eine größere Katze an. Yes. Darum die Batterien, ja. Und ich werde ganz schnell abspielen, weil es... Vielleicht hat das Schwein ja auch eine Katzenallergie. Ja, ja. Na, wer sagt's denn? Na bitte. So. Ich weiß jetzt gerade nicht. Das haben wir halt immer noch. Aber das wir tauschen. Die einen raus, die anderen rein. Machen wir mal. Wir können es ja jederzeit wieder tauschen. So, wieder in den Dschungel. Jetzt geht's weiter. Was kommt als nächstes? Wahrscheinlich gerade die Brücke zusammen. Hallo? Läuft hier mal weiter? Ah ja, okay.
So, jetzt darf ich, ja, ich darf hier steuern. Ich kann hier nochmal in den Sumpf, wenn ich das will. Ich will hier ins Lager. Cool, sowas kenne ich eigentlich nur aus Abenteuerfilmen, aber was ist das denn? Ja, das Seil ist kaputt. Na toll, das Halteseil auf der rechten Seite der Hängebrücke ist gerissen. Das hat mir gerade noch gefehlt. So komme ich nicht hinüber. Ich muss das Seil erst reparieren. Ja, aber wir kriegen kein neues. Ich wüsste es auch mal was herkriegen könnten, aber das geht halt nicht. Tasche? Da unten hängt eine Werkzeugtasche. Ich hoffe, die hat niemand bei seinem Sturz in die Schlucht dort zurückgelassen. Ja, dann guck mal runter, vielleicht liegt da jemand. Kann man aber nicht mitnehmen, oder? Die Tasche hängt zu weit unten. Dafür sind meine Arme ein wenig zu kurz. Go, go, Gachetto Arm. Warte mal, können wir mit dem vielleicht hier das angeln? Der Faden ist A zu kurz und B zu dünn. Miese Peter. Hätte das sein können. Also wir kriegen die Tasche so nicht. Seil. Meine Herren, das ist ja ein Paradebeispiel für amateurhafte Flickschusterei. Okay, da war schon mal MacGyver dabei. Eigentlich ein Wunder, dass diese Konstruktion so lange gehalten hat. Na, warum nicht? Mit bloßen Händen kann ich hier leider nicht viel mehr anstellen, als Leute zu würgen, die dumme Ideen haben. Ey, sei mal vorsichtig. Das wäre jetzt aber etwas kontraproduktiv. Ja, es könnte ja sein, warte mal. Nee. Geht nicht? Oder vielleicht, nee. Ja, wir müssen es wieder verstärken wahrscheinlich, aber wir haben nichts mehr. Okay, zurück. So, das geht wahrscheinlich jetzt nicht. Wenn ich die Brücke trotz dem gerissenen Halteseil betrete, kann ich mich auch gleich in die Schlucht stürzen. Ja, wäre vielleicht besser, dann haben wir das Spiel rum. Viel zu riskant. Ich muss erst das Halteseil reparieren. Okay. Aber das können wir nicht. Gut. Wie bekomme ich diese Tasche? Wir haben nichts, was ich hier irgendwie... Ich sehe halt auch gerade nicht, wie ich das Seil da bei der Landebahn abmachen soll. Geht nicht. Und hier kann ich halt nichts ausrichten. Nicht unbedingt das Beste vom Besten. Oh ja, gut. Okay, kann man echt da Batterien reintun? Nee, komm mal. Da hinten geht's zum Camp. Zuerst muss ich aber mal über diese Schlucht. Ja, aber wir sind uns einig, dass wir nicht hier das nötige Zeug haben, um da was zu machen. Wir müssen erst irgendwie Seile reparieren. So, ist da noch irgendwas im Sumpf? Ah doch, ja, der Baumstamm. Können wir uns noch angucken. So, gibt es da ein paar Maden oder so? Ne, hier gibt es einen Ast. Noch gehe ich zwar nicht am Stock, aber man kann ja nie wissen. Kerzen gerade und lang könnte nützlich sein. Nimm mit. Perfekt, da können wir jetzt... Ameisen, die habe ich wohl eben aufgeschreckt. Wie können wir mit denen was machen? Viel zu schnell. Viel zu schnell. Die kann ich nicht so einfach um die Finger wickeln. Aber wir können hier ein bisschen Limonade... Warte, geht es? Irgendwas mit den Ameisen machen? Keine Ahnung. Die kann ich nicht so. Sind viel zu schnell. Da kann ich nichts machen mit. Im Stecken? Nö. Ja gut, die müssen wir irgendwie noch andocken, aber wir können halt ja machen hier. Müssen wir später zurück. Vielleicht finden wir in der Tasche was. Wir bauen uns jetzt erstmal eine Angel. Kräftig festziehen und fertig ist mein verlängerter Arm. Naja, Arm. Das ist eine Angel. Doch, sag doch nur. Langer Haken jetzt hier. Ach, so hast du es jetzt gemacht. Naja, gut, wenn es hält. Jetzt ist ein wenig anders gemacht. Komm zu Mama. Und ich habe gedacht, die Schnur wäre zu dünn. Naja, okay. So, Werkzeugtasche. Ja, was haben wir denn da? Ein Schraubenschlüssel oder ein Mausschlüssel und ein Maßband. Ein Bleistift und ein Pinsel. Einfallspinsel. Gucken wir uns alles mal an. Ein sehr weicher Bleistift. 7B. Okay. Ja, da bin ich schon lang draußen mit den Härtegraden von Bleistiften. Ein breiter Pinsel. So.
Ein gewöhnliches Taschenmaßband. Ah ja. Sieht aus wie ein Schraubenschlüssel und ist auch ein Schraubenschlüssel. Ja, welche Größe hat er denn? Größe 13 oder so? Oder Größe 10, Größe 11? Gibt ja verschiedene. Oder Größe 15? Aber es reicht. Der passt, um die Schrauben aufzumachen. Ist ja immer so ein Spiel, dass der passt. So. Das dürfte mindestens Größe 17 sein. Der Schlüssel passt. Bleibt zu hoffen, dass der Mast nicht fällt, wenn ich den Seilverbinder abmontiere. Davon kannst du ausgehen. Wer sagt's denn? Seilverbinder geht, Mast steht. Glück muss Frau haben. Naja, der wäre vielleicht auch nicht notwendig. Da hängt ja noch an anderen Stücken. Haben wir den Seilverbinder. Macht aus zwei Seilen eins. Jo, und das ist doch für uns perfekt. Sehr schön. Brauchen wir jetzt noch irgendwas von hier? Aber wir könnten was versuchen mit dem Pinsel. Warte mal, können wir den Pinsel in... können wir nicht in die Limonade reinstopfen? Nichts mehr drin. Okay. Können wir hier was machen? So, ja, die Ameisen müssen wir uns auch noch irgendwie holen, bestimmt. Oder vielleicht ist es auch nicht, aber sonst wären die ja nicht da. So, wir brauchen den Seilverbinder. Mal sehen, so schwer kann das ja nicht sein. Okay. So. Ja, das sieht aber schon viel besser aus. Platte drauf. Mit bloßen Händen kann ich hier leider nicht viel mehr anstellen, als Leute zu würgen, die dumme Ideen haben. Ach, halt doch mal die Klappe, die Lochplatte. Hast du nicht in die Hand genommen. So, und hier wieder festschrauben. Das sollte halten. So, ja. Schraubendreher und... Soll ich diese zarten Bande mit dem schweren Schlüssel etwa vollends zerstören? Lieber nicht. Ja gut, wenn du es festgeschraubt hast, dann sage ich ja nichts mehr. Hast du gut gemacht. So. Das Ding, das ist richtig... Sieht wieder halbwegs stabil aus. Ich sollte trotzdem sehr vorsichtig sein. Ja, auf der anderen Seite sehe ich aber auch kein Seil. Aber gut, war heile. Da kommen wir jetzt ins Lager. Du meine Güte, wer hat denn dieses Chaos angerichtet? Hm? Hallo? Professor Hartmann? Komisch, keiner da. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Ich sollte mich mal ein wenig umschauen. Keine Ahnung, was hier vorgeht. Tickel, tickel, tickel. Tagebuch. Und Chaos. Der Ghana-Dschungel. Der Weg zum Bosumtwi war ziemlich hart, aber ich war härter. Leider fand ich das Camp gottverlassen vor. Was ist hier passiert? Weiß ich auch nicht. Ja, das ist auch vor allem zerstört hier, die Hütte, ne? Stative. Ein vierbeiniges Stativ. Kannst mitnehmen. Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Ein Sensor. Hier liegt ein Bewegungssensor. Nimm mit. Wahrscheinlich war da auf ein Stativ gesteckt. Der Wirkungsbereich dieses Sensors beträgt 160 Grad. Jetzt kommst du mir auch noch mit Gradsachen hier. Mensch, Feuerstelle. Die Feuerstelle habe ich kalt erwischt. Wie witzig. Kalte Asche und Steine. Ja, dann ist sie schon länger aus. Was gibt's denn eigentlich sonst noch? Noch ein Stativ und noch ein Sensor. Ein vierbeiniges Stativ. Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Okay. Auf dem Sensor steht Wirkungsbereich 90 Grad. Oh nee, bitte nicht so irgendwie einen Rechenklump machen. Dann nehmen wir auch mal mit. Die Hütte dürfte auf dem hiesigen Immobilienmarkt keinen Interessenten mehr finden. Betreten ist hier nicht verboten, sondern einfach unmöglich. Ja, man könnte doch da was wegziehen, oder? Ja gut, die Palme ist halt da drauf geknallt, klar. Das Stativ. Ein vierbeiniges Stativ. Das willst du wahrscheinlich auch nicht wegnehmen. Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Ja. Okay, unter der Hütte. Bodendielen? Die Bodendielen sehen ziemlich morsch aus. Okay. Soll ich mir etwa einen Holzsplitter einziehen? Auch wenn die Bodendielen morsch aussehen, braucht's da was Gröberes als manikürte Fingernägel. Also gut, dann probier's mal mit dem Maulschlüssel.
Ah, geht. Perfekt. Metallrohr. Ein Rohr. Mehr wirst du von mir darüber nicht hören. Ja, was will ich denn da mehr wissen dann? Oder was willst du mehr sagen? Wie viel Zoll hat's denn und so weiter? Dann nehmen wir auf jeden Fall mit. Spinnt. Der spinnt wohl jemand. Möchte ich wirklich wissen, was diesen massiven Metallspind umgeworfen hat? Fühlt sich irgendwie verschlossen an. Ja, weil er auf dem Deckel liegt vielleicht. Aber wer denn umgeworfen hat? Wahrscheinlich, weil die Hütte da, wo die eingekracht ist oder so. Damit klingt er nicht auf, oder? Damit kriege ich den Metallspind sicher nicht auf. Da bräuchte ich schon eher sowas wie einen überdimensionierten Dosenöffner. Oder einfach den passenden Schlüssel. Schlüssel? Echt jetzt? Ja gut, ich hätte halt ja... Damit kriege ich den Metall... Gut, das geht also nicht. Wir müssen mal gucken, ob wir einen Schlüssel finden dafür. Holz und Stein. Ein sonniges Plätzchen. Der Felsen wurde durch die Sonneneinstrahlung ordentlich aufgeheizt. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Holz? Müssen wir ein Feuerle machen? Trockene Holzscheite. Brennen sicher ganz prima. Na, machen wir mit, ne? Jo. Haben wir die ganzen Scheite jetzt mitgenommen. Warte mal, hier ist ein Ball. Als ob ein Tornado durch die Hütte gefegt wäre. Ein umgekippter Metallspind scheint das einzige zu sein, was nicht zerbrochen oder zerquetscht worden ist. Ich passe. Da passen noch nicht mal meine zarten Fingerchen durch. Aufkriegen tut man das ja auch nicht, ne? Ne, bald geht nicht. Geht auch nicht. Vielleicht mit dem... Nee. Also mit dem Spalt können wir nichts machen. Der Rest ist eigentlich Quatsch, da was anzuwenden. Was haben wir noch? Eine Seilwinde. Hier nochmal ein Stativ. Haben wir da noch ein Sensor? Ein vierbeiniges Stativ. Das willst du wahrscheinlich auch nicht haben, ne? Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Ja, und hier ist auch noch eins. Ein vierbeiniges Stativ. Und das lassen wir auch stehen. Da brauche ich gar nicht fragen. Frag. Interessante Aufbewahrungsmethode. So schützt man Lebensmittel vor der hungrigen Fauna. Es sei denn, das kann klettern, das Zeug, und kommt dann auch Wenn dran. Ich einen Raketenrucksack hätte, dann vielleicht. Ja, das geht doch ganz einfach. Wir haben eine Seilwinde. Aber vielleicht fehlt der Griff. Mit dieser Winde wird die am Seil hängende Frachtkiste bewegt. Ja, und das Rad, der Griff fehlt. Die Kurbel fehlt. Ja. Können wir doch bestimmt mit der Stange imitieren, oder? Nee, können wir nicht. Die verdammte Kurbel. Jetzt brauchen wir noch eine Kurbel. Ich glaube, ich bin in den Dschungel. Gut, mehr können wir ja eigentlich nicht ausrichten. Wir haben diese komischen zwei Sensoren hier. Und ja, das war's dann schon. Wir müssen irgendwo einen Schlüssel finden, keine Ahnung. Und den kriegen wir aber nicht. Bevor ich ziellos durch den Dschungel irre, sollte ich herausfinden, was hier passiert ist und wohin die Wissenschaftler verschwunden sind. Ja, keine Ahnung. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Feuerstelle. Können wir in der Feuerstelle noch irgendwas machen? Vielleicht den Pinsel hier sauber machen oder so? Oder ein bisschen da rumstochern oder keine Ahnung. Oder können wir vielleicht unseren Haken da durch den Spalt schieben? Leider nichts Brauchbares in Reichweite des Hakens. Okay. Das ist blöd. Ja, aber wir können sie auch keine Kurbel bauen. Für unseren Bleistift. Für unseren Bleistift. Ich weiß gar nicht, was du... Ja, wir könnten ein Feuer machen, aber wozu? Brennholz, Feuerstelle. Ich sollte mal ein Feuerchen machen. Das hält mich nachts schön warm und die Tiere fern. Ja, schon, aber wozu? Gut, jetzt, das können wir doch nicht einfach so anzünden, oder? Da bräuchten wir noch irgendwie Papier. Dann machen wir es uns mal ein bisschen kuschelig. Aber es ist wieder ein Spiel, da geht es natürlich, ja. Brennt lichterloh, vielleicht war da auch Benzin drauf auf dem Holz. Fehlen nur noch Marshmallows, eine Gitarre und gepflegte Gruselgeschichten. Obwohl, auf letztere kann ich im Moment auch prima verzichten. Okay. Ja, hier sind doch aber solche komischen Eimer noch. Oder vielleicht sind sogar Fässer. Ja, da könnte er in einem Sprit drin gewesen sein, das weiß man nicht. So, komm mal. Dann hätte ich mit einem Schlag keine Limonade und kein Feuer mehr. Hast du noch mehr so brillante Einfälle auf Lager? Ja, hab ich, aber die bringen ja alle nicht. Wenn das Fax verbrennt. Aber nicht, okay. Warte mal.
Darum wundert es mich nicht im Geringsten, dass ich hier keinen Empfang habe. Ja, ich weiß ja auch nicht. Also normal müsst ihr hier Empfang haben. Ja, Buschfunk vielleicht. Naja, okay. Ja, was mache ich jetzt mit dem blöden Feuer? Alte Batterien reinschmeißen. Das wollen wir ja nicht machen. Oder Asche verbrennen. Geht auch nicht. Maßband verbrennen. Warte mal, können wir das Maßband vielleicht in den Spalt schieben? Nee. Insel. Oder einen Schraubenschlüssel? Nö. War hier irgendwas? Der Schraubenschlüssel lässt sich ins Rohr stecken. Okay, und das bringt mir was? Bringt mir gar nichts. Oder kann ich damit vielleicht die Seilwinde runterkurbeln? Ah, das geht. Okay. Wahrscheinlich wäre es mit dem Schraubenschlüssel auch gegangen. Ja. Also der Schraubenschlüssel allein wäre nicht gegangen, weil er zu viel Kraft gebraucht hätte. Das wahrscheinlich, ne? Das wäre. Aber das haben wir ja gar nicht probiert. Das gucken wir in die Kiste rein. Dann gehe ich mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Plündern. Hm. Ja, okay. So, nur noch Obst und Gemüse drin. Das Grünzeug lasse ich aber lieber hier. Schlüssel. Also ein Seesack haben wir auf jeden Fall. Das eine war ein Tresorsack. Und das ist Solarzellen. Noch ein Sensor. Vielleicht ein Haufen Sensoren. Ja, zwei Sensoren noch. Ja, was ich halt nur noch dazu sage hier, ja. Das, Ingenieurskraft ist besser, wenn er mit Verlängerung schafft, so ähnlich. Es gibt einen komischen Sprung hier. Sprung. Oh mein. Dieser Sensor erfasst einen Bereich von 75 Grad. 75, okay. Dieser Sensor hat einen Wirkungsbereich von 120 Grad. Alles klar, was haben wir hier nochmal? Auf dem Sensor steht Wirkungsbereich 90 Grad. 90. Der Wirkungsbereich dieses Sensors beträgt 160 Grad. Also ich merke schon, wir kriegen keine 360 Grad zusammen, weil wir eine 75 hier haben. So, jetzt gucken wir uns das an. Das mobile Solarladegerät muss vor Inbetriebnahme erst zusammengebaut werden. Ah, Solarladegerät soll das sein. Laderegler, okay. Netzteil. Ja, ich denke mal das Ding hier, wo aussieht wie so ein Stethoskopkabel, gehört dahin. Hallo? Der Regler ist ein guter Ausgangspunkt. Ich lasse ihn besser so liegen. Okay. Ach so, ja, drehen. So, hier hin. Solar, 50%, was? Ladekabel, das ist ein USB-Stecker, das heißt, das Netzteil müsste dazwischen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ist denn die Ausgangs- und die Eingangsleitung? So rum. Netzkabel. So. Dann haben wir noch ein Verbindungskabel. Ja, das kann jetzt so oder so rum, das weiß ich nicht. Okay, rumdrehen. Solarpanel, das ist nur noch zusammenpuzzeln, aber das ist ziemlich easy. So. Nee. Moment, stopp. Ja, da ist der Anschluss. So, jetzt müssen wir mal gucken, können wir das drehen? Nee, die Nasen passen nicht. Nochmal drehen, das gehört vielleicht dahin. Ne, das deckt nicht. Da haben wir aber nochmal so ein Teil. Das mal drehen. Das passt. Okay. So, jetzt haben wir hier wieder zwei Nasen. Das kann nur das hier sein. Das kommt hier hin. Und das hier. Dafür, dass ich Puzzles nicht mag, habe ich das eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Ja, man kann dich schon mal loben, aber naja. So, also jetzt haben wir ein Ladegerät. Für was? Was müssen wir aufladen? Mit dieser mobilen Solaranlage kann man kleinere Elektrogeräte betreiben. Ja, ich weiß nur nicht welche. Ein kleiner Schlüssel aus Metall. Ein Schlafsack. Kuschelig warm und gleichzeitig auch der Kosename für meinen letzten Freund. Oh, bist du gemein. Er hat's mit dir wahrscheinlich immer ausgehalten, von daher. So, mal gucken, ob der passt. Na also, passt. Ja. Ein Laptop. Noch ein Sensor und First Aid-Tasten. Ein Verbandskasten, wie hilfreich. Mitnehmen. Sensor. Noch ein Bewegungssensor. Okay, wie viel Grad hat der?
Ein Sensor mit einem Wirkungsbereich von 90 Grad. Hm, da fehlt immer noch was mit 5. So, das Laptop. Und ein Brief. Ein Brief? So, haben wir jetzt alles? Ja. Das ist schon Zufall, dass der da aufging überhaupt, der Deckel jetzt hier. Dem Aufkleber zufolge ist das der Laptop von Professor Hartmann. Leider ist der Akku leer. Ah, jetzt weiß ich, wo wir ein Ladeteil gekriegt haben. Hier so ein Akkuladegerät. Was steht im Brief? Diesen Brief hat der Professor zum Hochzeitstag von seiner Frau bekommen. Ah, ja. Nur langweiliges Gesülze. Ja, und natürlich ein Kussmund hier. Aber wir lesen den Brief trotzdem. Am 2. April 2008 geschrieben. Mein Liebling, ich hoffe, diese Grüße erreichen dich auch am Ende der Welt. Die folgenden Zeilen zu unserem 22. Hochzeitstag schicke ich dir ganz altmodisch und von Hand geschrieben auf einem Bogen Papier. Danke, dass du immer für mich da bist. Was wäre ich ohne dich? Ich denke an dich und hoffe, dass du bald wieder zu Hause bist und wir unsere Feier nachholen können. Okay? Am 22. Ja gut, es ist ein Schnapszahl, aber ja. Was soll man das groß feiern? Das hat uns das überhaupt nichts gebracht, der Brief eigentlich. Na, wenn du merkst, dass es nichts bringt. So, ist da was drin im Verbandskasten? Ich check mal den Verbandskasten. Aspirin, okay. Ein paar Schmerztabletten sind noch übrig. Okay. Reiner Alkohol. In den Ampullen ist reiner Alkohol. Ja, trink den, dann habe ich dich endlich los. Ich weiß, ich bin fies. Leerer Kasten. Mullbinden. Mullbinden? Fehlt nur noch jemand zum Einwickeln. Ja. Kannst dich selber einwickeln und jo. So, den Laptop müssen wir jetzt wahrscheinlich erstmal betreiben. Wahrscheinlich hier auf den Stein stellen oder so. Oder das Ladegerät auf den Stein legen. Weil ja die Sonne hier hinscheint. Solarenergie gibt's hier in Hülle und Fülle. Aber welches Gerät soll ich damit versorgen? Ja, jetzt doch mal langsam. Hat er das jetzt da hingelegt? Nee, ne? Oder müssen wir das Laptop? Nee, warte mal, so rum. Ich schließe das Solarladegerät an den Laptop an. Gut, und jetzt müssen wir das platzieren. Ich pack den Laptop und das Solarladegerät hier in die Sonne. Ja, das ist ein großes Ding, auf jeden Fall. So, und wie lange dauert es jetzt? Der Laptop ist durch einen Code geschützt. PIN. Okay. Warte mal, was stand im Brief von Datum? Es könnte der 2.4. sein, zum Beispiel. Also das Datum der Hochzeit. Null 08 vielleicht. Das war jetzt falsch, okay. Dann machen wir mal nur, ich weiß nicht, wie viele Ziffern das Passwort halt hat. Oder 02042008. Ah ne, das Ganze ist sechsstellig. Okay, mehr geht also nicht. Ich probier's nochmal. 02042008. Geht nicht. 22. Hochzeitstag. Ja, toll. Das kann vieles sein, Leute. Was könnten das... Moment mal, hier ein Klebeband. Vielleicht hat er da sein Passwort drunter geschrieben. Ein Streifen Klebeband. Ich will mir meine Nägel nicht abbrechen. Mimi, ach komm. Das ist doch albern. Ja, dann nimm den Alkohol und löst es runter. Geht nicht, okay. Ja, dann versuch's halt mit dem Taschenmesser oder so, das abzurubbeln. Das dürfte ein paar unschöne Kratzer geben, aber der Zweck heiligt schließlich die Mittel. Ah ja, Symbol. Ja, das sieht aus wie Hochzeitsringe. Itak. Soll das Herstellerlogo sein? Erinnert mich eher an eine Hochzeitsanzeige. Ja, aber... Wir haben 22. Hochzeitstag. Ja, schön. Was haben wir da noch? Ein Steckblatt? Haben wir doch irgendwas? Taste.
Enter und löschen. Warum die H-Taste eigentlich? H geht nicht. Der PIN kann einfach nur eine Nummer sein. Ja gut, 22, nur 22, das wird es nicht sein, oder? Nee. Oder 02, 22? Nö. Warte mal. 22. Hochzeitstag. Wann haben die dann geheiratet? Vielleicht ist es das. Ja, aber das dann 1900, das kann ich halt nicht hinschreiben. Das wäre doch dann der 2.4. Dann 22 Jahre abziehen von 08. Das wäre dann 86, oder? Ist das richtig? Yes! Ist doch so. Also nicht die Jahreszahl ausgeben. Ah, der Akku ist schon fast voll wieder. Wie lange gibt's nicht? 17.22 Uhr, sagt er. Okay. Dokumente. Ja, wir gucken erstmal nach dem Wetter. Ohne Internet keine Vorhersage. Ach so. Und wie das Wetter aktuell ist, sehe ich auch ohne Laptop. Hm. Ja, die Musik wird auch keine drauf sein. Ab und an muss auch der ambitionierteste Wissenschaftler mal abschalten können. Bin gespannt, auf welche Musik der Professor so steht. Auf gar keine. Ab und an muss auch der Ambition... Okay. Karten? Die Karte des Lagers. Ah, das bin ich für die Sensoren gedacht hier. Aha, ja. Perfekt. Also, dann gucken wir doch mal. Das hier könnte 90 Grad Winkel sein. Das hier auf jeden Fall mehr wie 120 Grad oder so. Das könnte 160 sein, weil 180 wäre geradeaus. Das hier könnten die 75 Grad sein. Das hier nochmal 90, oder? Kann das hinkommen? Wahrscheinlich. Da müssen wir jetzt nur die Kante finden, welches wohin kommt, ne? Boah, Desktop, okay. Boah. Eine Karte der Region südlich des Bosumtwe. Okay, Fluchtplatz, Brücke, Lager, irgendeine Kirche oder sowas. Desktop. Fotos. Hier hat Hartmann Bildmaterial zur aktuellen Expedition gespeichert. Okay, Satellitenaufnahme vom See. Ankunft im Camp. Erster Tauchgang im See. Sieht fast realistisch aus. Einfach nur schön, ja, so ein Untergang. Bucht nahe des Camps. Okay. Alles nicht anklicken. E-Mail. Keine Mails gespeichert und um welche zu senden oder zu empfangen, bräuchte ich eine Internetverbindung. Können wir vielleicht unser Telefon? Ja, nee, es wird auch nicht gehen. Es hat ja auch keine Verbindung. Ist ja kein Satellitenphone. Dokumente. Scheint eine Art Tagebuch zu sein. Oh. Gut, ich würde aber sagen, das Tagebuch, das lesen wir das nächste Mal durch. Hier ist erstmal Ende im Gelände. So, ich mache mal kurz aus hier den Laptop. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.